Verzockt sich Trump jetzt mit den Zöllen gegen Mexiko? Meine Antwort ist ziemlich eindeutig ja. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Und dafür gibt es sehr, sehr viele Gründe. Der erste Grund ist der, dass die Zölle gegen Mexiko, wenn sie denn kommen, alles andere als populär sind in den USA. Das ist anders als die Zölle etwa gegen China, wo viele Amerikaner, wo vielleicht sogar die meisten Amerikaner sagen, ja, da musste man mal was machen, da muss man die amerikanischen Interessen vertreten, da ist die amerikanische Opposition auch dafür, dass da was passiert. Aber in Sachen Mexiko sieht die ganze Geschichte schon anders aus. Dann ist eines der Kernprobleme, die Trump jetzt bekommen wird, dass viele republikanische Abgeordnete aus Staaten, Bundesstaaten stammen, in denen der Handel mit Mexiko eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Dementsprechend kriegen die Druck, die haben Druck von ihren Geldgebern etc. Das heißt, da wird sozusagen auch innerhalb der Republikanischen Partei durchaus Opposition kommen. Dann haben wir Unternehmerverbände, die jetzt schon gesagt haben in den USA, wir wollen klagen gegen diese Zölle, wenn sie denn kommen. Wir haben die Wall Street, die sagt, das ist wirklich nicht die allerbeste Idee. Die Wall Street ist nicht begeistert, wenn das Portemonnaie leidet. Dementsprechend hier zum Beispiel Kopfschütteln auch bei CNBC-Moderatoren als Peter Navarro, der typischerweise heute bei CNBC war und nicht etwa der Schönbeter Larry Kudlow. Navarro hat gesagt, ja, die Zölle, die zahlt doch Mexiko. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Das haben auch die CNBC-Moderatoren, die sonst nicht wirklich anti-Trump-mäßig eingestellt sind, völlig klar gezeigt. Und man kann das faktenbasiert einfach auch mal klar machen in einem einzigen Bild, das ich Ihnen hier zeige. Hier sehen wir den Anteil der Importe aus Mexiko in die USA. Und hier sehen wir, dass 67% dieser Importe von sogenannten Intra-Company Trades stammen. Das bedeutet, dass ein amerikanischer Konzern wie General Motors etwa in Mexiko eine Firma gegründet hat, nach mexikanischem Recht, aber die Mutter sitzt in den USA, nämlich General Motors. Faktisch ist das also eine amerikanische Firma, läuft aber unter Mexiko, weil es eben eine mexikanische Rechtsform hat. Faktisch trifft es also amerikanische Firmen. Das ist eine völlig eindeutige Geschichte und sowohl Trump als Navarro scheinen das nicht wahrhaben zu wollen, was eigentlich nicht so wirklich schwer wahrzuhaben ist. Dann kann man sagen, dass hier, das trifft nochmal dieses Argument mit der Republikanischen Partei selbst, etwa 5 Millionen Jobs in den USA direkt am Handel mit Mexiko abhängen oder vom Handel mit Mexiko abhängen. Jetzt sagt Donald Trump, naja, ihr könnt doch dann eure Jobs verlagern, ihr könnt doch eure Produktion verlagern. Nur wie lange dauert das, welche Kosten hat das, wenn General Motors etwa jetzt sich entscheiden muss, wir bauen hier ab in Mexiko und bauen in den USA auf. Das ist ein Rattenschwanz an Folgewirkungen, an Folgekosten, das bleibt praktisch nicht ohne wirklich auch langfristig finanziell ganz schwere Konsequenzen. Das ist einer der entscheidenden Punkte. Wir sehen relative Panik an den Anleihemärkten. Wir sehen heute die tiefsten Renditen. Wir sehen, dass die Erwartungen für Zinssenkungen massiv nach oben schießen, die Fed Fund Futures einpreisen. Wir sehen, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit schon im Juli bei der Sitzung der Fed bei über 41% gesehen wird. Wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung im November bei 92% schon gesehen wird. Und wir haben hier im Prinzip bei den Fed Fund Futures jetzt eingepreist, dass die Fed innerhalb der nächsten 12 Monate 3 Zinssenkungen machen wird. Also da ist schon viel eingepreist jetzt, weil man sich sagt, naja, da kommt eine Rezession. Das ist völlig klar, wenn diese Zölle kommen, dann ist die Rezessionswahrscheinlichkeit deutlich gestiegen. Apropos Rezession, hier sehen wir die invertierte Zinskurve. Wir haben jetzt schon wieder über 10 Tage, dass die Zinskurve invertiert ist. Die war ja vorher schon mal invertiert, dann hat sie sich wieder gerade gebogen sozusagen. Jetzt ist sie seit einiger Zeit wieder invertiert. Und hier sehen wir, wie lange es dauert, bis dann eine Rezession kam. In den letzten Jahren, als das passiert ist, durchschnittlich 311 Tage, also nicht ganz ein Jahr, ist hier die Messlatte. Das andere, warum Trump sich ins Knie schießt ein Stück weit, ist, weil er den Chinesen das Signal gibt und den Europäern auch, es macht gar keinen Deal, es macht gar keinen Sinn, mit dir zu verhandeln, denn es gab ja praktisch schon das NAFTA-Folgeabkommen. Das sollte jetzt in Kürze durch die Parlamente gehen, sollte unterzeichnet werden. Mit diesen Zöllen ist das alles Schall und Rauch, auch das Abkommen mit Kanada zum Beispiel. Das heißt, wer mit Trump verhandelt und dann einen Deal abschließt, der kann sich nicht sicher sein, dass dann wenig später ein Tweet von Donald Trump diesen Deal wieder beerdigt. Warum also soll Peking
mit Trump verhandeln, wenn sie sich nicht darauf verlassen können, dass der sich dann an diesem Deal auch hält. Das ist sozusagen die Hauptbotschaft vielleicht, die von dieser Aktion ausgeht. Das ist wirklich schon kaum zu vermitteln und hat eben jetzt wirklich auch direkte Folgewirkungen für die Amerikaner. Es sind amerikanische Firmen, die jetzt betroffen sind und nicht eben möglicherweise chinesische Firmen, wo dann ein paar amerikanische Importeure, die diesen Handel abwickeln, betroffen werden. Nein, es geht jetzt direkt an die Amerikaner selbst und das wird schwerste Auswirkungen haben. Was haben wir noch? Wir haben hier zum Beispiel die Entwicklung, dass wir sehen, dass Junk Bonds sich jetzt deutlich schlechter schon entwickeln als die sogenannte Investment Grade Bonds. Das heißt, man unterscheidet langsam wieder zwischen Risiko und weniger Risiko. Das ist eine wichtige Entwicklung. Wir sehen, dass der Mai eher ungünstig endet, egal wie der Handel heute läuft. Oder da müsste schon sehr viel passieren, dass nicht ein ziemlich dickes Minus beim S&P und Konsorten hier zu verzeichnen wäre. Und wenn wir uns mal Anfang Mai ein paar Headlines anschauen, die hier zusammengestellt sind. Don't sell in May this year. Der Markt sagt dir, du musst noch lange auf der Long-Seite bleiben. Sell in May and go away, maybe not this year. Und so weiter. The stock market can't stop, won't stop, it's endless rally. Naja, wir haben gesehen, doch, er kann diese endlose Rally scheinbar beenden. Das ist durchaus möglich. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an, gucken uns an, was da so passiert. Wir starten wieder mit dem S&P 500, aktuell 2763. Noch kein großer Unfall, noch nicht wirklich die Dimension eingepreist, die das Ganze hat. Wenn wir jetzt die Zölle noch gegen die restlichen 300 und ein paar zerquetschte Milliarden gegen chinesische Importe bekommen, jetzt die Zölle bekommen, 5%, dann 10%, dann 15%, dann 25% und bis Oktober dann 25%, dann werden wir ein Inflationsthema haben. Und wenn wir ein Inflationsthema haben, dann wird die Fed schlecht die Zinsen senken können. Eben das, was ich vorhin gezeigt habe, der Markt eigentlich ja einpreist. Heute hat der Fed-Vize Clary da gesagt, ja, wenn die Sache sich sehr dramatisch verschlechtern würde mit der Wirtschaft, dann müssten wir vielleicht die Geldpolitik wieder ein bisschen lockern. So ein erstes Zucken seitens der Fed, aber kann sie das, wenn die Inflation im Sommer nach oben gehen wird und alle Frühindikatoren deuten darauf hin, dass die Inflation in den USA eben dann im Sommer nach oben gehen wird. Deswegen sagt Jerome Powell eben, diese niedrige Inflation ist transitory, also vorübergehend. Das dürfte wohl auch der Fall sein. Schauen wir uns die anderen Indizes noch an. Was haben wir da? Das war es nicht. Dann schauen wir uns den Dow Jones an, wo, wenn er denn irgendwo da ist. Jetzt muss ich mal gucken, ja, wo ist er denn? Irgendwo da, im Bereich, sagen wir mal 25.000, Pi mal Daumen, vielleicht auch 26.000, so genau nehmen wir es da nicht. Wir haben den Nasdaq, der sich etwas schwächer präsentiert. Da ist er, 7.172 Punkte. Was macht der DAX daraus? Der hat heute ein paar Probleme, vor allem durch Wirecard, durch Bayer, durch Volkswagen. Klar, die deutschen Autobauer, die nicht wenig in Mexiko produzieren und dann eben über die Grenze in die USA bringen, sind davon besonders betroffen. Und wie gesagt, die Botschaft, die von diesem Schritt von Trump ausgeht, ist ja, du kannst dich sowieso nicht auf einen Deal verlassen, egal was du mit Trump verhandelst. Eine Sekunde später ist alles wieder anders und das ist sozusagen so eine psychologische Folgewirkung, ein psychologischer Schaden, der groß sein wird. Die Chinesen haben heute offiziell bestätigt, dass sie eine schwarze Liste von Firmen anfertigen werden, ausländischen Firmen anfertigen werden, die chinesischen Unternehmen schaden. Wer ist damit gemeint? Na, wahrscheinlich einige Firmen aus den Faroe-Inseln, um mal hier zu spekulieren natürlich. Also die Sache ist relativ klar. Der DAX aktuell bei 11.721. Was macht der Euro? Der kann zulegen. Wir sehen jetzt Dollarschwäche. So ein bisschen moderat allerdings, 1,1148. Wir sehen den Dollar mexikanischen Peso, der nach oben schießt. Das ist schon eine herbe Entwicklung. Wir sehen aber auch, dass der Yuan heute wieder schwächer wird. Nachdem der ehemalige Notenbankchef Chinas gesagt hat, naja, also diese Marke von 7,0, die ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Faktisch praktisch das indirekte Signal, dass man eine weitere Abwertung des Yuan wohl zulassen wird. Was haben wir noch? Wir haben Gold, das bei 1301 steht, also jetzt über der 1300er Marke. Die Risikoassets springen also an und wir haben das amerikanische Crude Oil, das jetzt unter die 55er Marke gefallen ist. Also das sind schon ziemlich klare Botschaften seitens der Märkte. Die Wall Street
Die tut sich noch ein bisschen schwer mit ihrer etwas länglichen Leitung, hier bestimmte Erkenntnisprozesse dann, bis die beim Großhirn angekommen sind, dann auch in die Tat umzusetzen. Da funktioniert manches ein bisschen langsamer. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende und ich bin gespannt, wie es am Montag dann aussehen wird an den Märkten. Ihnen alles Gute, bis dahin, Servus und Ciao.